Hallo Mariam, hallo Noah, Tabea, Corinne und alle, die meinen Kursen hier bei meinem Kurs folgen. Es geht jetzt weiter mit Kurs 3, Teil 4 und einem weiteren Satz in dem Vaterunser in Arabisch. So, jetzt kommt noch ein sehr spannender Satz, der uns auch sehr viel Informationen zu der arabischen Sprache geben kann. Ich hoffe, es so einfach wie möglich darzustellen. Wir kommen jetzt zum Satz und vergib uns unsere Schulden, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Wie hieß das auf Deutsch? Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldern erlassen haben. So, und das wollen wir jetzt in Arabisch lernen. Also, wir beginnen mit dem Vergeben. Wa und. Wa heißt und. Ja, kennen wir schon, jetzt haben wir doch ganz oft gemacht. Aghfir. Hier ist das neue Verb, aghfir. Aghfir heißt vergib. Ja, verzeih oder vergibt. Und das kommt, wir schauen uns mal Präsens an. Yaghfiru, er vergibt. Ja. Ghafara, er hat vergeben. Ghafara. Und aghfiru heißt vergib. Das, also. Die gleiche Form, wie wir vorher mit dem Verb arti gemacht hatten in dem vorigen Teil. Waghfir. Taib. Wie geht es weiter? Waghfir lana. Lana heißt uns, aber nun nicht so ganz. Ich muss hier was dazu hinzufügen. Das na heißt ja, bedeutet uns, aber man sagt nie na alleine. Also wenn man uns alleine schreibt, dann schreibt man ja eigentlich nicht auch Lena, sondern das L bedeutet zu. Und zusammen mit dem zu uns wird es so Lena. Uns alleine heißt ja Nahnu. Das heißt wir, ja, oder uns. Aber das Vergeben, Aghfir, ist ein Verb, der sich auf jemand bezieht. Und da kommt das L dazu. Aghfir li, wen? Und vergib zu uns, Lena. Nun mag der eine sagen, aber man sagt doch nicht vergib zu uns. Ja, das ist Deutsch, aber wir reden hier Arabisch. Ja, es gibt andere Worte, die nicht so sind. Wir haben ja vorher gelesen, arti, also in Teil 3, gib, artina, gib uns. Hier wurde es das na direkt, oh, das ist kein Ta, direkt verbunden mit arti, artina. Aber achfir. Wir könnten jetzt nicht sagen, achfirna. Ja, das wäre dann wäre möglich, aber es in dem Sinne wäre das nicht möglich. Herrgott, der Herr Gott soll ja sein Vergeben zu uns machen. Ne? Da muss hier lana und vergib zu uns. So ist es halt im Arabischen. Waghfir lana. Ja, so. Und vergib zu uns. Ich muss jetzt hier wieder Platz schaffen. Nein, doch, ich muss noch mal ganz kurz K entfernen, P und hier unten mal wieder klicken, dass ich das später noch mal entfernen kann. So. Waghfir. Da ist er. Lana. Ja, was soll er uns denn vergeben? Waghfir lana du nu. Achtung, Bana. Warum Bana? Weil das ist ja das Objekt. Vergib uns unsere Schulden. Waghfir lana dhunubana. Bana. Ja, da hat das die Fatha. Wir kommen zu diesem Wort Dhunub. Dhunub heißt Plural von. Oh, das ist jetzt falsch geschrieben. Punkt hier unten so. Dhunub heißt die Schulden. Ist der Plural von die Schuld. Dhanb. So. Und da muss ich hier was hinzufügen. Dhanb ist nicht Schuld im Sinne von Geldschulden, sondern ist Schuld im Sinne vom falschen Verhalten. Da hat jemand etwas Falsches getan. Sünde in dem Sinne, ne? Oder ja, eigentlich ist verhaltensgebunden. Es ist jetzt nicht, dass man hier Schulden hat, wie bei der Bank oder wenn man von jemandem was geliehen hat. Also, Dhanb ist immer mit Fehlverhalten gebunden. Dhanb. Plural, Dhunub. Ja.
Und achte hier oben bitte, hier ist jetzt, und vergib uns unsere Dhunub, unsere Schulden, und das Na ist das unsere. Ja, Dhunub, Bana, unsere Schulden. Und vergib uns unsere Schulden. Ja, und wie ging es weiter? So wie wir vergeben, da muss jetzt das Sowie kommen. Also ich schreibe nochmal, Waghfir lana. Oh, der hängt. Das ist immer schlecht, wenn der Rechner hängt. Oh, warum muss das jetzt geschehen? Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Waghfir lana dhunubana, unsere Schulden. Und jetzt kommt das Wort, was wir letztes Mal kennengelernt haben im Teil 3. Kama. So wie wir. Ja? Ja, so wie wir was? Und jetzt müssen wir dies. Waghfir heißt ja und vergib. Jetzt müssen wir vergeben. Kama. Jetzt dieses Wort hier müssen wir ummurksen, dass es also erste Person Plural ist und das kommt mit Nachfiru. So wie wir vergeben. Kama Nachfiru. So, und da möchte ich mal drauf eingehen. Und zwar, das Verb Achfir kommt ja von Rafara. Hier ist die Wurzel, Rafara. Rafara heißt, er hat vergeben. Und wenn wir vergeben, dann müssen wir vor diesem Wort ein N tun. So, Nachfiru. Ja, das N bedeutet wir. Kannst du dir merken, ich schreibe mir hier oben, Nahnu heißt ja wir. Und achte darauf, hier dieses N, Nahnu, Nachfiru. Am Beispiel eines anderen Verbes, Dachala. Dachala heißt, er ist hereingetreten, reingekommen. Wir sind reingekommen, einfach ein N davor tun, Nadkhulu. Okay? Also lesen wir hier oben, Wa'achfir und vergib, Lana zu uns, Dhunubana, unsere Schulden, Kama, genauso wie Nachfiru. Wir vergeben. Ja? Und jetzt in dem arabischen Text von Vater Unser kommt hier noch einmal Nahnu. Hier habe ich ja gerade erklärt, wir. Es würde reichen, nur Nachfiru zu schreiben, weil jeder wird wissen, dieses N vor dem Verb bedeutet wir. Aber das ist halt doppelt. Kama Nachfiru Nahnu, so wie wir vergeben. Ja, ich möchte jetzt nicht unbedingt ein neues Blatt machen. Ich versuche mal hier weiter zu schreiben. Nahnu, das wird jetzt schwierig. Doch, ich muss ein neues Blatt machen. So, wir sind stehen geblieben bei Kama Nachfiru Nahnu. Und jetzt kommt ein tolles Wort. Lil Mudh Nibina. Und noch das letzte Wort Ilaina. Diese zwei Worte müssen wir jetzt verstehen. Ihr kennt es ja wahrscheinlich von der deutschen Version. So wie vergeben wir ja unseren Schuldnern, ja. Aber in dem Fall Lil Mudhnibina ilayna ist jetzt etwas anders. Also ist jetzt da ist kein unser, sondern wir müssen Lil Mudhnibina anschauen. Und dann werden wir es gleich verstehen. Dieses Wort habt ihr gerade gehört. Am Anfang des Satzes hieß es ja, Waghfir lana dhunubana, ich erinnere, und achfir und vergebe lana zu uns dhunubana. Da ist es, dhunub. Und schaut mal hier oben, mudhnib, mudhnibin, das ist das gleiche Wort. So, also gut, schauen wir uns dieses Wort hier oben mal an, das müssen wir uns näher anschauen. Da steht, nehmen wir erstmal die Wurzel raus. Dhanb bedeutet Schuld. Das hatten wir ja schon. Ne? Dhanb, Schuld. Der Schuld ist oder der das macht, da kommt ein M davor. Mudhnib. Ja?
Es muss auch nicht eine Person sein. Also ich anderes Beispiel. Daraba heißt geschlagen. Ein Schläger ist ein Madrab. Ja? Zum Beispiel. Dhanb ist die Schuld. Muznib ist der, der die Schuld trägt. Muznib. Ja, der Bösewicht, der den Fehler gemacht hat. Ja. Der Artikel davor ist Alif Lam. Al-Muznib. Der Muznib. Aber hier oben steht Lil Muznib. Es wird jetzt anders enden, aber ich lasse mal jetzt Singulär Lil Muznib. Warum ist das so? Wenn ich hier vor ein L zu Ein Li, also Kama Nachfir, wir haben ja gesagt, das Verb Rafara wird verbunden mit einem L zu jemand. Wir vergeben zu jemand. Und jetzt muss ich also hier davor das L tun. Das heißt Nachfiru, ich schreibe mal hier, wahrscheinlich ist das genau hinter meinem Kopf, Nachfiru Li al-Muznibin. Und das sagt man nicht Li al-Muznibin, sondern dieses Konstrukt, dieses seltsame Konstrukt, wird reduziert, da wird das A einfach gestrichen und daraus wird dann Lil Muznibi. Ja, also wir vergeben zu dem Schuldner. Das ist jetzt Singulär. Jetzt wollen wir daraus ein Plural machen und leider muss ich hier auch ein neues Blatt machen, dass man das gut sehen kann. So. Und zwar gibt es hier bei diesem Plural etwas zu sagen. Wir waren jetzt hier gerade bei Lil Muznib zu dem Schuldner. Plural wird dann Lil Muznib, Achtung, Nib und jetzt ihn. Schaut mal hier, Lil Muznibin. Dagegen wäre das L nicht da, also wenn ich das jetzt streichen würde, und es am Anfang des Satzes wäre, dann wäre es L, Muz, Achtung, N, Be, Un. Nanu, was ist das? Was für eine Verwirrung. Hier ist einmal das Plural mit IN und hier ist einmal ein Plural mit UN. Was soll das sein? Ist es so, wenn das Wort vokalisiert wäre auf i, dann ist das Plural des Wortes mit in. Wenn das Wort vokalisiert wäre auf wow, also auf u, dann ist der Plural davon un. Als Beispiel. Wenn ich jetzt einen Satz beginnen würde und sage Al-Muznibun, hier, Singulär, Entschuldigung, Al-Muznibu wäre dann so Al-Muznibu. Wenn ich Plural machen will, dann wäre es Al-Muznibun. Okay? Wenn ich jetzt vor dem Wort ein Phi hätte, obwohl es jetzt gar keinen Sinn macht, Phi bringt ja alles auf I, vokalisiert es auf I. Phi Al-Muznibi, das ist jetzt Singular, Al-Muznibi. Wenn da ich daraus ein Plural machen will, dann Muznibin. Seht ihr das? Ich müsste jetzt angekommen sein. Ja? Also entweder auf un oder auf ihn. Und unser Satz, den wir haben, ja, entfernen, p, so, jetzt kann ich wieder schreiben, sagt ja, kämmer, so wie wir, nachfiru, wir vergeben, nachfiru, nahnu, wir noch einmal. Und jetzt kommt ja das li. Und das li, alles li bedeutet zu. Und wenn jedes Wort oder jedes Wort, was nach Li kommt, wird immer auf I vokalisiert. Immer. Und da ich Plural habe, Lil Muz Nibin, da ist es. Weil es auf I vokalisiert wäre. Ja, und da Lil Muz Nibin im Plural. So wie wir vergeben, die, die die Schuld tun. Ja, die Schuldner. Wir hatten ja gesagt, Dhanb ist Schuld. Muznib ist der, der die Schuld macht. Muz
Nebun oder Musnebin in diesem Fall, weil es vokalisiert ist auf I, ist dann der Plural und davor das Lil. Ja, zu den Schuldnern. Und jetzt endet dieser Satz Ilaina mit Ilaina. Was bedeutet Ilaina? Ilaina kommt von Ila. Ila bedeutet zu. Na bedeutet uns. Zusammen ist das dann Ilaina. Ja, fassen wir alles nochmal zusammen, dass es einfach jetzt einfach wird. So, und schreiben wir den ganzen Satz einmal auf. Das möchte ich hier weghaben. So. Waghfir und vergebe. Lana zu uns. Dhunu Bana. Achtung, ja, es ist ja ein Objekt. Nubana, unsere Schuld. Und vergib uns unsere Schuld. Kama, so wie wir, so wie Kama. Nachfiru, wir vergeben. Plural, wir vergeben. Nahnu, wir. Also noch einmal, ne, doppelt gemoppelt. Nachfiru, nahnu. Li, zu. Lil Muznibin. Das sind hier zwei Punkte. Wieder mache ich diese Strichel. Lil Muznibin zu den Schuldnern Ilaina, die uns eine Schuld an uns, also eine Schuld begangen sind. Die also kurzum, vergib uns unsere Fehler, so wie vergeben die, die gegen uns Fehler gemacht haben. Waghfir lana, hier fehlt ein Punkt. Dhunubana kama naghfiru nahnu lilmudhnibina ilayna. So, das war's dann. Ich hoffe, ihr seid jetzt einen Schritt weitergekommen. Und es fehlt in dem Vater unser ein letzter Satz. Und den behalte ich für Teil 5 in diesem Kurs 3. So, tschüss.